Wir beschäftigen uns in dieser Folge mit der Auswirkung der Heizung, aber auch der Klimatisierung des Fahrgastraums auf die Batterie. Wir schauen uns auch an, was für eine Auswirkung hat es auf die Reichweite bei Stadt-, aber auch Autobahnfahrern. In dieser Grafik haben wir den Heizvorgang eines Elektrofahrzeugs uns näher angeschaut. In lila ist die Energie, die verbraucht wurde während dem Heizungsvorgang, aufgetragen. Wir unterscheiden mal zwei große Bereiche, nämlich den Aufheizvorgang und den Temperaturhaltevorgang oder Zeitbereich. Der Aufheizvorgang, wie man hier sieht, braucht relativ viel Energie, nämlich 3 Kilowattstunden. Um die Temperatur dann zu halten, wesentlich weniger, nämlich 1,6 Kilowattstunden. Das ist recht auffällig und sehr stark, der Unterschied. Wenn wir das jetzt mit Menschen vergleichen, um hier zu überlegen, wie fühle ich mich als Person? Naja, wenn ich ein, zwei Stunden draußen in der Kälte bin, zu wenig anhabe, bin ich richtig durchgefroren. Und wenn ich mich dann wieder auf Temperatur bringen möchte, dann muss ich einige Tees trinken, um wieder auf Schwung zu kommen. Und das sieht man hier auch. So ist bei der Maschine, bei Menschen sehr vergleichbar und ähnlich. Der Ladezustand ist in grün aufgetragen. Man sieht auch hier ziemlich starken Verbrauch, nämlich fast 6% SOC, der hinuntergeht. Wir haben uns dann gefragt, wie sieht das aus oder was hat das für eine Auswirkung auf die Fahrweise? Und die beste Betrachtungsweise ist Stadt versus der Autobahn. Das sieht man in diesen zwei Tortendiagrammen. Rechts ist die Stadtversion aufgetragen und links die Autobahnversion. Warum ist das so wichtig? Man kann sich vorstellen, dass bei der Autobahnfahrt der Anteil des Aufheizens nur einmal anfällt, weil ich heize auf und fahre dann 200, 300, 400 Kilometer. Das heißt, ich muss hier nur mehr Energie verbrauchen fürs Halten der Temperatur, wie wir vorher gesehen haben, viel weniger. Bei der Stadtfahrt ist es dann sehr oft so, dass man recht oft so Kurzstreckenfahrten macht. Also man kann sich das denken, in der Früh Kinder in die Schule bringen, vielleicht zum Supermarkt, dann nachher nochmal extra, zum Mittag die Kinder wieder abholen von der Schule und am Nachmittag vielleicht noch zu einer Freizeitsportart oder so mit den Kindern. Und das sind dann gleich einmal 4, 5 so Aufheizvorgänge da drinnen, die sich dann bemerkbar machen. Und zwar derartig, dass bei Stadtbetrieb der Heizanteil einfach circa ein Drittel ist, während sie bei der Autobahnfahrt der Heizanteil nur so 10% beträgt, also wesentlich weniger. Was können wir aus diesen Diagrammen jetzt für Tipps für euch ableiten? Bleiben wir bei der Stadtfahrt. Das ist recht spannend. Also wir haben gelernt, möglichst wenig Aufheizvorgänge. Das heißt, das Beste wäre, wenn man möglichst viel die Sitzheizung verwendet. Die braucht wesentlich weniger Strom, wesentlich weniger Energie. Aber es ist auch gut, wenn man das Fahrzeug in einer Garage parken kann, genauso wie unter einem Carport, wo vielleicht die Kälte dann nicht so, der Wind nicht so drauf bläst. Gleiches gilt übrigens auch für den Sommer, nur umgekehrt fürs Kühlen. Wie spare ich im Sommer Energie? Naja, einfach wieder unter das Carport, Schatten parken, aber auch hier die Klimaanlage mäßig einstellen. Also nicht jetzt auf 16 Grad oder so, vielleicht auf 25 Grad. Das sind so die Tipps, die man geben kann, um einen niedrigen Energieverbrauch auch bei Stadtfahrt zu erreichen. Bei der Autobahnfahrt würde ich das so handhaben, ich möchte mich ja wohlfühlen, ich fahre 3, 4 Stunden im Auto vielleicht. Das heißt, einmal aufheizen, Temperatur halten auf der Temperatur, wo man es gerne hätte, seien es jetzt 22 Grad. Es fällt einfach nicht so sehr ins Gewicht. Wir schauen uns nun in der Praxis an, wie es ausschaut mit der Heizung. Und zwar, wir schauen uns jetzt speziell den Winterbetrieb an, also eben nur heizen. Man könnte jetzt hier einfach auf die Voreinstellung gehen, 22 Grad. Ich kontrolliere noch, ja, ist im Automatikmodus, super. Das heißt, Gebläse, alles wird vollautomatisch eingeschaltet, auch die Klima dazu zur Abtauung oder zur Entfeuchtung der Luft. Das ist sicher nicht das energetisch Idealste, wie vorher besprochen, vor allem für Kurzstrecken. Jetzt zeige ich euch, wie wir das etwas verbessern können. Der erste Schritt ist einmal einfach, die Temperatur halt nur auf 18 Grad zu setzen und sich einfach wärmer anzuziehen. Das ist der einfachste Schritt. Wenn man Kurzstrecke fährt, ist es meistens eh okay. Man steigt aus, man steigt ein, ist nicht das Thema. Eine andere Möglichkeit, die noch mehr Energie spart, wäre, statt der Gebläseheizung nur auf die Sitzheizung umzuschwenken. Wir werden das jetzt gleich durchführen. Ich schalte die Sitzheizung ein, auf die Stufe, die ich möchte, und drehe aber die komplette Klimaautomatik ab, komplett. Das heißt, der Sitz ist warm. Ich kann auch für die Kinder das einschalten, die Sitzheizung, ist überhaupt kein Problem. Der Vorteil ist, dass ich hier massiv Energie spare, besonders wenn ich Kurzstrecken fahre. Wir schauen uns jetzt in der Praxis den Sommerbetrieb an. Die Voreinstellung ist 16 Grad, ich möchte schnell ganz kalt haben, so denkt der klassische Fahrer. Ja, ist eine Möglichkeit, die ist aber die energetisch
kostbarste Variante, die wirklich viel Energie uns aus der Batterie zieht. Die andere Variante, die bessere, wäre zum Beispiel auf 22 Grad zu gehen. Die Klimaautomatik regelt das eh vollautomatisch. Die noch bessere wäre zu sagen, okay, ich mache mir meinen Pullover auf oder ziehe ihn gar aus und gehe auf 25 Grad. Das hat den riesen Vorteil, dass ich wirklich viel Energie spare. Jetzt auch ein guter Tipp für die Übergangszeit. Wir kommen jetzt genau in die Zeit hinein. Was heißt das? Es hat draußen so 15 Grad, die Sonne knallt aber runter. Im Auto hat es vielleicht 30 Grad, wenn ich einsteige. Und gerade da ist das eine super Sache. Gar nicht einschalten, sondern einfach die Fenster runterlassen. Gerade im Stadtbetrieb stört das nicht. Ich fahre recht langsames Tempo. Ich habe auch keinen Mehrverbrauch durch den schlechteren Luftwiderstand. Aber ich spare wirklich viel Energie. Wenn ich dann schnelleres Tempo fahre oder Angst vor Ungeziefer habe, vor Fliegen oder sonst was, dann mache ich folgenden Schmäh. Ich schalte hier die Klima ein, aber auch sehr moderat, das heißt auf 25 Grad. Und die Fenster kann ich durchaus noch einen Schlitz offen lassen. Das ist überhaupt kein Problem im Stadtbetrieb. Abschließend haben wir noch einen ganz besonderen Tipp. Und zwar, man hat ja vorher gesehen, dass die Energie zum Aufheizen besonders hoch ist. Wir schauen uns jetzt hier in der Praxis an. Ich schalte jetzt einfach mal die Heizung ein von diesem Fahrzeug. Das Auto ist nicht angesteckt. Und schauen uns dabei den Leistungsverbrauch an. Das heißt, wir sehen, wie das Auto hier Leistung zum Ziehen beginnt, Strom in den Fahrgastraum sozusagen für Heizung aufgewendet wird, um den zu temperieren. Das ist enorm. Wie wir vorher schon gesehen haben, das sind einige Kilowattstunden und hier sehen wir die Momentanleistung. Man sieht jetzt hier recht stark, dass die Leistung sehr hoch ist, die hier von der Batterie rausgenommen wird. Wir sind jetzt hier schon bei 4400 Watt, also 4 Kilowatt, die hier aus der Batterie entnommen werden, für das Aufheizen, für das Vorheizen des Fahrgastraums. Und das ist enorm. Und genau diese Leistung, diese Energie wollen wir uns sparen. Und jetzt zeige ich euch, wie das geht. Nämlich schon vorbereitet mit dem Ladestecker. Jetzt zum Vergleich im angesteckten Zustand. Ich habe das Auto einfach angesteckt oder in der Früh, es wäre noch immer angesteckt von der Nacht, weil ich es geladen habe. Und jetzt schalte ich wieder die Heizung einfach ein und vorkonditioniere den Fahrgastraum. Das heißt, ich heize ihn auf die 22 Grad, die ich mir zum Beispiel wünsche. Oder im Sommer klimatisiere ich ihn runter. Und das Besondere ist jetzt, der Strom, der wird sich jetzt aus der Steckdose rausgeholt. Das heißt, es wird nicht mehr die Batterie hier belastet, sondern es wird der Strom direkt aus der Steckdose entnommen. Und das hat den Vorteil, dass es keine zusätzlichen Zyklen für die Batterie bedeutet. Und das sieht man hier in diesem Diagramm besonders schön. Man sieht ja, dass die Leistung ein paar Watt ist nur. Also es ist nichts im Vergleich zu vorher. Vorher hatten wir über 4000 Watt. Jetzt haben wir gerade mal zwischen 0, 50 Watt, 60 Watt. Also es pendelt so irgendwo zwischen plus minus 0 Watt an Leistung. Und das ist das Tolle, ich spare mir so Zyklen auf die Batterie, ich spare mir Alterung der Batterie, weil ich mir die Energie direkt aus dem Netz hole.